aber richtig. Danach kommt wieder der Rauch. Unfassbar. Ah, nervig, nervig. Überhaupt, dass man sich die ganzen Wege dann sowas merken kann. Ja, was. Das ist wie Fahrradfahren, das vergisst man nicht. Genauso ist Zelda. Einige Sachen vergisst man halt nicht in diesem Spiel. Oder man ist einfach total abgefreakt, hat es halt so oft gespielt, dass man es auswendig kennt. Ich find das auch krass, um Längen, also ich finde echt, man kann es nicht vergleichen, aber irgendwie finde ich das Zelda echt um Längen besser als Mario 64. Überleg mal, was hier alles für ein Zeug abgeht. Das ist halt total komplex alles schon. Ich fühle mich einfach noch eine andere Genre, weil das ja, man kann Super nicht Mario, das war halt ja, ziemlich am Anfang vom N64 auch. Ja, und dafür, für das erste ja, Spiel, schon was grandios. Auch wirklich Head-Up eigentlich war für den, das, für den N64. Das hat sich aber, glaube ich, extrem gut verkauft. Ich glaube, da hatte echt Nintendo so extremes Hoch, als die N64 rauskam. 64-Bit-Power, 3D. Oh. Fall bloß nicht runter. Ja, das ist total dreist. Die können auf dem Loch rumlaufen. Einer. Ja. Dafür ist halt das Loch noch da als Schwierigkeit. Ja. Da haben wir deine Schwierigkeit. Die ziehen auch richtig viel ab, die Viecher. Ja, klar. Soll ich das auseinanderfallen? Oh, nicht, dass er nochmal aufsteht. Doch, das macht er auf jeden Fall. Wenn man den jetzt nicht schnell genug fertig macht. Aber mit dem Bikoron-Schwert ist das kein Problem. Hm. Fand ich auch cool, dass in Skywars ist schon wieder. Das war echt Glück, ne? Ich glaube auch, wir öffnen die Truhe und danach machen wir auch einen kurzen Cut und dann sieht man sich wieder. Ja, aber wir gucken dies noch vorher rein. Wäre auch ein guter Cliffhanger gewesen, aber wir sind natürlich nett und gucken, was da drin sich verbirgt. Boah! Der Feenbogen. Gegenstandsmenü kannst du ihn auf irgendeine C-Taste legen und damit benutzen ihn auch. Und du brauchst natürlich Pfeile, um zu schießen. Aber die findest du ja jetzt genauso wie Rubine, Bomben genau. Oder sonstiges bei Gegnern, Pflanzen, Töpfe, allen möglichen Kram. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis gleich. Sayonara. Jo. Wir sind wieder da. Ja, live und in Farbe und bunt. Und ihr seht, ich habe gerade schon mal den Bogen ausgerüstet. Und wir haben schon 30 Pfeile. Spendabel. So einen geladenen Bogen hier rumfliegen zu haben, ist doch echt praktisch. Gesundheit. Gesundheit. Boah, dankeschön. Nicht, dass du noch krank wirst. Ach Quatsch. Ich hatte es gestern auch in den Därmen. In den was? In den Därmen. In den was? Im Magen. Krankheit. Also mir ging es gestern irgendwie nicht so gut. Ich habe irgendwie Bauchschmerzen. Ist doch total scheißegal. Ich weiß gar nicht, ob wie viel jetzt Zelda ist. Ab 12? Soll ich mal eben dein... Hast du dein 3DS-Hülle hier rumliegen? Die liegt doch hier. Die Hülle von Ocarina of Time 3DS. Achso, ja, die müsste da... Ja, da steht ja nichts drauf. Ich hab 12 gesagt, ne? Ja. Mann, das ist echt fail. Wetten dürfen angenommen werden. Ich weiß nicht, ob das auch für die
Version gilt, die wir gerade spielen, aber das Spiel, haltet euch fest, es ist ganz schön brutal. Es ist freigegeben ab 6. Ich bezweifle, dass irgendein 6-Jähriger auf dieser Welt dieses Spiel begreift und es spielen kann. Keine Dis, also es soll jetzt keine Diskriminierung 6-Jähriger zu sein, aber ich hätte es mit 6 Jahren nicht durchspielen können, glaube ich. Du? 6. Sag den Fall. Weil dafür musst du schon gut lesen können, dafür musst du auf jeden Fall schon einiges an komplexen Denken können. Mit 6 Jahren ist das, aber obwohl, es ist ja auch an Brutalität gemessen und sowas, ne? Trotzdem stell dir vor, du wärst irgendwie so ein Elternteil, der keine Ahnung hat davon, siehst dieses Spiel im Regal, sagst, oh cool, da ist ein hübsches Pferd drauf, da ist ein Mensch drauf mit schönen Klamotten und einem Schwert und ein Schwertzelda, hört sich gut an, sieht qualitativ gut aus. Das schenke ich meinem 6-Jährigen. Ja, aber das ist ja nur das Empfohlene im Mindestalter. Ja, klar. Also ich meine, ab wann die Spiele jetzt wirklich dann zu gebrauchen sind. Das ist wieder eine andere Geschichte. Also ich sage mal so, wenn man echt 12 Jahre alt ist, kann man damit anfangen. Wir finden einen Schlüssel. Und falls wir 12-Jährige oder vielleicht, nein, 6-Jährige auf keinen Fall. Ich würde mal auch gerne wissen von den Viewern her, die das sehen, wie alt ihr seid vielleicht. Oder mit wie vielen Jahren ihr angefangen habt, Zelda zu spielen. Falls ihr es gespielt habt. Also mein erstes war Link to the Past. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Müsste ich lügen. Da war ich auf jeden Fall 8 oder so. 8? Mhm. Ja, ich hab's auch nicht richtig gespielt. Ich bin einfach nur rumgerannt. Hab mir alles angeguckt, fand's toll. Das hat mir gereicht. Wie ihr seht, müssen wir verschiedene Bilder, die irgendjemand hier aufgehangen hat, kaputt schießen. Jetzt hab ich's aber. Um damit Geister zu besiegen, die in diesem Tempel hausen. Ach, direkt hinter mir war es. Aha. Ja, um diese Geister handelt es sich, die Fackeln tragen, verschiedene Farben. Gibt es davon 4 Stück. Und das sind so kleine Mini-Bosse in diesem Tempel. Sind nicht wirklich schwierig. Können sich unsichtbar machen, mit der Fackel rumwirbeln. Und glaub, lachen. Kann ich mit dem Schwert treffen? Ich schieße immer mit dem Bogen ab. Kannst du aber. Dann geht das ein bisschen schneller jetzt. Ja, weil das Bigoron-Schwert macht extremen Damage. Also es macht schon höheren Schaden als das Master-Schwert. 3 Schläge, glaube ich, dürften reichen. Ja, eben waren es 5 oder 6 Pfeile und... Ach, du hast 5? Ah gut. Ne, da habe ich gerade die Dings gesucht, die Spielehülle von Ocarina of Time 3DS. Ich hätte schon damals angenommen auf dem DS, dass sie das bringen, das Ocarina of Time. Wäre grafisch vielleicht da nicht so schön gewesen. Aber so ist es natürlich besser. Oh, noch eine Truhe. Da kann ja nur eine Türe Le Mans, nur eins drin sein. Ja, genau. Die Glotzfroschaugensuppe mit Sahnesoße. Wir haben jetzt den Kürbis. Das hat's mir angetan. Ich glaube, ich koche mir morgen Glotzfroschaugen. Mit Suppe. Sahnesoße. War es echt Suppe? Nein. Na, auf Glotzfroschaugen mit Sahnesoße. Ne? Auch Äpfel mit Sahnesoße. Also da wundert es mich nicht, dass der Typ so entstellt aussieht, wenn er sowas isst. Ach, doch, das sagt sie dir jetzt. Aber nett. Hat sie eben auch schon gesagt. Ja? Mhm. Kreaturenschatten an der Wangende. Hast du den Sprung gesehen? Ja, der war schon preisverdächtig. Oh, du brauchst einen Schlüssel, da brauchst du gar nicht weiterzugehen. Ich habe schon eine Idee, was ich jetzt machen kann. Einen Kuchen backen? Ein Steinmännchen bauen? Nein, ich gehe mit dem super special Sprung wieder da rüber. Musst du nicht hier unten irgendwas machen? Guck dich ja bitte um. Doch, rechts, da ist das Loch. Da musst du rein. Loch. Doch. Das ist nur eine Vertiefung, das ist kein Loch. Sicher. Da musst du den Raum drehen. Ja, das war das, was ich vorhatte. Ha. Hey, cool, das geht. Wir sind echt Skiller, ne?
ekelhaft. Ach, wenn man es kann, dann muss man es doch machen, ne? Ja. Übrigens, die Waldtempelmusik höre ich fast immer zum Einschlafen. Auf Kopfhörern. Und so nach 3 Stunden schlafe ich dann auch. Unter Zuckungen und Krämpfen. Ich träume dann auch immer lustige Sachen. Nein, Schatz. Ja, zum Beispiel, wie erleichternd es wäre, wenn du den Hammer nehmen würdest und die ganze Zeit auf den Kopf einschlagen würdest. Nur ja, wenn ich bewusstlos werde. Wenn ich die Musik nicht hören muss. Dieser Raum ist so schön. Ja, es ist auch ein geiler Effekt irgendwie. Manchmal glaube ich, wenn man guckt, ist der nicht verdreht, ne? Doch. Ja. Auch ein sehr cooles Element in dem Tempel, dass man den Raum so verzwirbeln kann und dadurch einen neuen Weg öffnen kann. Also es ist echt cool gemacht. Ja, das Spiel hat schon was. Ja, da steckt so viel Herzblut und Arbeit drin und Ideenreichtum. Und das echt, wo 3D-Spiele noch neu waren, das ist total krank. Wow. Das wäre so super assi. Njap, 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 njap. Da war es der Schlüssel, jetzt kannst du endlich jeden Raum. Was? Jenen Raum betreten, in dem der Endgegner lauert. Dem echt Endgegner geschrieben. Na, für die Spoiler, es gibt einen Endgegner. Vor allem, dass der Master-Schlüssel heißt. Ich dachte, der hieß Boss-Schlüssel oder was? Großer Schlüssel. Haben sie, glaube ich, auch bei anderen Spielen geändert. Da ist dein Loch. Mein Loch! da ist dein Loch. Herrlich. Nein! Hier habe ich mal total gefailt, weil ich einfach runtergesprungen bin. Oh nein. Ja, auf jeden Fall nach rechts. Du musst nach rechts. Ja, da musst du rein. Ja, nächsten rechts, ja. Nein, geh zurück. Ja. Pass auf, das ist fies. Ich kenne den Raum. Also Wirbelattacke. Da sehen wir noch einen Grabschi. Schielen. Ja. Oh, dann kannst du das nur mit dem Julia-Schild datschen. Die Assi. Jagdpfeile rein. Ein Hit. Sauber. Denn dieser Gegner war auch wieder neu. Das war so eine Hand und die konnte sich aufteilen in kleinere Hände. Und das Schlimme ist, wenn die nicht packen, können sich einen Energie absaugen und wieder zu einer großen werden. Total ätzend. Also meiner Hitliste eigentlich fast eine der nervigsten Gegner im Spiel. Ein kleiner Schlüssel. Und was machen wir mit dem kleinen Schlüssel? Richtig, wir gehen jetzt wieder hoch, machen wieder den Raum verdreht und gehen dann ganz geradeaus durch, wo du eben gesagt hast, du hast keinen kleinen Schlüssel, kannst du nicht wieder umdrehen. Da warst du doch schon, oder? Nope. Okay. Ah. Deswegen hast du auch direkt die Abkürzung hier. Ist das nicht alles ausgefuchst hier? Hast du schon mal die Zelda CDI-Teile gesehen? Alter. Glaub mal, du. Das ist das mit Squad of Love, We're Off, The Faces of Evil. Only Link can defeat Ganon. Only Link can defeat Link. Don't fight him, feed him. Also, das war so eine, glaube ich, eine Konsole von Philips. Das war, glaube ich, ein. Ich weiß nicht, ich glaube, es war ein DVD-Player eigentlich so, irgendwie sowas. Da gab es auch eine Fernbedienung zu und da gab es dann halt auch CDI-Spiele für. Und die Spiele, also die Zelda-Spiele, die da rauskamen, die sind so übel. Die sehen echt aus wie eine Parodie und ein Fake gleichzeitig. Sind aber verdammt selten und teuer. Genauso wie die Konsole selbst. Wenn man es überhaupt Konsole nennen kann. Wenn man in den Raum reinguckt, ist er auch schief. Ja, dann habe ich es irgendwie verwechselt mit irgendwas anderem.
Gebt einfach mal bei YouTube CDI Zelda ein und ihr werdet mich verstehen können. Aber die sind ja offiziell überhaupt nicht in der Timeline erschienen oder so. Ich denke mal, Nintendo weiß schon, dass das nicht wirklich ernst gemeint war. Genauso wie ich es gut fand, dass sie das Konzept von Zelda 2 verworfen haben. Dieses Side-Scrolling-mäßige, Castlevania-mäßige. Wieso? Damals hat es gut funktioniert und für die Technik war es einfach das Einfachste. Ah, trotzdem. Also wenn du danach A Link to the Past siehst, was das für ein Sprung ist, quasi da haben sie wieder alles richtig gemacht. Ich habe den ersten Zelda-Teil auch nicht durch. Muss ich gestehen. Müsste ich eigentlich echt mal durchspielen. Ich glaube, der ist auch noch machbar. Oh, das ist nicht wahr. Geh näher dran, Zielerfassung. Ah, genau die Tür meine ich, ja. Oh, der Raum. Easy. Ja, ja. Ja, da sind echt gute Rätsel drin in dem Tempel, ne? Mhm. Ich nie gedacht. Also ich habe da echt viele von vergessen. Denn man siehe da, wenn man mit einem normalen Pfeil durch eine Fackel schießt, flup, dann brennt der Pfeil. Wenn wir hinten so ein Auge haben, was in Eis eingefasst ist, was wir normal nicht abschießen können, schießen wir einen Feuerpfeil rein. Und natürlich geht das dann auch. Krawatsch. Und der Raum ist schon wieder gedreht. Twisted World hier. Und unter euch ist Lavasäure, komisches, rotes Wackelpudding-Zeugs, was euch auch Leben abzieht. Und wir fahren noch eine Runde Karussell. Nur weil es so schön war. Ich glaube, du kannst sogar an mir vorbeirennen. Ich kann es einfach fertig machen. Ja, gibt Pfeile. Kostet doch nichts extra, oder? Zeit. Oh, und wir sind auf einem riesigen Schachbrett. Geh erstmal rechts. Warum? Was soll das sein? Ich glaube, da war noch irgendwas. Ich weiß nicht was, aber da war was. Eine Tür, okay, dann ist es Mumpitz. Dann ist es Kokolores. Dann ist es Tinef. Man kann mit der Kamera hier nicht hochgucken. Link, pass auf, die Decke fällt herab. Ach, danke. Das ist so geil. Gut, dass du es mir gesagt hast rechtzeitig. Ja, ne? Du hättest eigentlich da einmal zermatscht werden müssen und danach kämen die wieder. Die Message. Oh, und das geht auf Zeit jetzt. Oder? Hatte ich so eine Erinnerung? Nein. Hätte ich gemacht, als hätte ich klar. Ist ein ekelhaftes Mistvieh. Pardon. Oh! Zwei Pfeile. Nein, waren mehr. Aber du bist ja schon fast durch. Ah, jetzt kommt nochmal hier Rätsel, ne? Genau. Zwischen die Augen. Oh, die Steine liegen aber auch gut. Liegen die nicht mal gleich? Ein schönes kleines Knobelrätsel. Ihr müsst die Steine so zurecht manövrieren, dass sie von oben betrachtet ein stimmiges, komplettes Bild ergeben. Habe ich mich schön ausgedrückt. Hast du voll in die Wortkiste gepackt. Ja, ich sollte, glaube ich, echt einen Nobelpreis kriegen. Und warum auch immer, es läuft Zeit ab. Also wenn die Zeit abläuft, dann wird das Rätsel zurückgesetzt. Vor allen Dingen, das ist eine
ungerade Zahl an Blöcken ist, ne? Ja, einer ist, ach, einer ist falsch, Kabel, ne? Drin. Ah, gut. Ich wollte nicht gerade echt sagen, wie willst du dann irgendwie ein symmetrisches Bild erzeugen? Ich Fuchs. Fünf Pfeile schlucken die? Ich glaube schon. Ekelhaft. Wir probieren es einfach mal aus. Oh. Zwei. Also ein Pfeil tut bestimmt schon weh. Ach komm. Ja, hast glaube ich recht mit fünf. Was für eine Verschwendung. Spiel doch die Serenade des Wassers. Ja, ich erschwemme den Geist. Du schickst ihn zum...